Und dann so, ich bin so. Sogar ein ganzes, so ein Flamingo. Oh mein Gott, das funktioniert wirklich. Und. Bing! Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spiel für Apps und Games. Und Leute, heute geht's ein... Es geht weiter. Ich habe heute für euch ein sehr interessantes Video. Und zwar sind es zwar schon irgendwelche Hacks und Secrets in Tokaboka. Das sind mehr die Hacks. Weil heute... Gibt es ein Video, wo ich einfach nur mal ganz kurz erkläre, und nicht erkläre, sondern ich erzähle einfach nur, ich sage einfach nur, was es noch so was gibt in Tokaboka, das, was ihr vielleicht nicht wusstet. Also, auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall ein paar kleine Secrets oder so, vielleicht die ja schon, also die man 100%, wenn man Tokaboka spielt, die man 100% schon mal gesehen hat, aber nie wirklich dann wusste, was da los ist und nie wirklich wusste, warum das eigentlich da ist und was und wofür das eigentlich steht und so. Also Leute, falls ihr richtig Bock drauf habt, damit ich das alles zeige, dann gerne einfach nur mal ganz kurz dranbleiben, Leute, dranbleiben. Das erste Ding, was ich wirklich euch zeigen wollte, obwohl es eigentlich total, also es macht eigentlich Sinn und so, dass es überhaupt das gibt. Ich wusste es aber nicht. Ich persönlich wusste es nicht. Also ich habe es einfach nur vergessen. Ja, wir sind hier mal einfach nur in dem Mall, also in dem Einkaufszentrum. Und es gibt hier auf jeden Fall so eine Leiter. Und ich wusste einfach nur nicht, dass die kann sich bewegen. Die bewegt sich einfach nur. Die bewegt sich, Leute. Ich finde es einfach nur richtig cool. Und ich meine, stellt euch mal vor, da kommt einfach nur irgendjemand, vielleicht nicht die Polizei oder so, vielleicht kommt da irgendjemand und sagt so, hallo, ich möchte gerne, dass das Oberteil da, also nicht Oberteil da, so ein Plättchen ganz oben. Da komme ich da so zum Beispiel, also die Frau hier sagt so, na klar, kannst du auf jeden Fall haben. Katja! Und dann so, ich bin so, welches denn? Genau, dieses da, das hier, nee, okay, das hier, oh, das ist ein Plättchen. Ja, genau, das hier kannst du haben. Oh, nicht du. Warum? Nein, nicht du. So, ich pack's. Hallo! Oh mein Gott. Und dann packst du einfach nur sich hier hin, dann bezahlt der mal vielleicht mit einer Karte oder so. Hier ist seine Karte und so. Dann bezahlt er mal einfach nur mit einer Karte. Einfach nur so. Piep, piep, piep. Okay, alles bezahlt. Dankeschön. Ciao. Wusste ich einfach nur nicht. Wusste ich einfach noch nicht. Wusstet ihr das, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir kommen zu einem anderen Secret. Bei dem nächsten Secret, Leute. Es ist ja so, dass man hier in Tokaboka mehrere Gegenstände hat, wo man einfach nur wieder was Verstecktes auf jeden Fall sehen kann. Also es gibt erstens diesen Schrank hier, aber das wisst ihr schon, das haben wir auch mehrmals erzählt. Hier gibt es einfach nur so ein Fächchen, wo man einfach nur vielleicht mal ein Geld reinstecken könnte oder noch irgendwas und dann sieht man da ja nichts mehr. Dann gibt es, also ich wusste einfach nur nicht, aber es gibt noch ein Bild, wo man auch mal was da reinstecken kann. Und zwar ist es dieses Bild auf jeden Fall. Es geht einfach nur auf, Leute. Das geht einfach nur auf. Das kann man auch richtig gut für so Geld verstecken benutzen. Ich finde es einfach nur wirklich mega witzig. Und ich wusste es einfach nur nicht. Ich wusste es nicht. Und es gibt noch eine Sache, die ich auch nicht wirklich oft benutzt habe. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist hier. Ich glaube, es ist hier. Ich bin mir nicht sicher. Und es gibt auch noch so ein Piano, wo man denkt so erstmal, ja klar, erstmal einfach nur mal spielen, spielen, spielen. Wenn man draufklickt, da kann man auch an verschiedene Sachen einfach nur mal verstauen. Zum Beispiel sogar ein ganzes, so ein Flamingo. Das wusste ich. Und einfach nur mal zumachen. Und dann weiß man auch nicht, was da dahinter steckt. Richtig cool. Wusste ich irgendwie gar nicht. Oder ist das blubbt auch so ein bisschen so ganz, ganz süß. So blub, 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 blub. Wusste ich wirklich nicht. Wusstet ihr das, Leute? Das nächste Ding ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Man kann diese kleinen Babys, die eigentlich persönlich... Also ich finde die einfach nur quasi so wie Haustiere. Also so, die positionieren sich wie entweder Gegenstände oder Haustiere. Aber man kann sie ankleiden, Leute. Man kann sie ankleiden. Einfach nur so, was für ein cooles Baby. Einfach nur mit so einer Brille. Aber ich glaube, also ja, so ganz ankleiden darf man die jetzt auch nicht. Weil das ist ja auch für, was für... Warum bist du jetzt schon wieder da? Aber auf jeden Fall, man kann sie die auch... Hier, guck mal, auch die... auch die Hüte mal anziehen, aber diese Hüte sind ein bisschen zu groß für die beiden, ich glaube, ja, auf jeden Fall die Brille passt sich da immer jedes Mal an. Das ist, also, die Brille sieht da, oh, das ist ein Baby, dann muss ich ein bisschen kleiner werden. Also, finde ich auch total witzig.
nächste Geheimnis, das ist nicht wirklich ein Geheimnis, es ist auf jeden Fall was ganz Cooles, also ich finde es auf jeden Fall persönlich, ist zwar in der Bank, also halt nicht genau in der Bank, sondern in dem Office. Also hier auf jeden Fall die Etage, man sieht ja auch total so da draußen quasi diese Konstruktion und so, die so ab und ab geht. Und hier kann man einfach nur, hier sieht man einfach nur bei dieser Konstruktion und so, wo man, sieht man einfach nur hier eine Frau, die auf jeden Fall hier einfach nur mal rumsteht. Und warum? Und man kann sie einfach nur bewegen, so hin und her, so wie, 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 wie. Und die wäscht man einfach nur mal die Fenster, die Fenster. Die putzt einfach nur die Fenster, das ist die Fenster. Oh, guck mal. Ach, das sieht aber... In dem Gruselhaus gibt es auch noch was sehr Interessantes. Aber ich habe jetzt gerade nicht auf die richtige Etage reingeklickt. Aber es ist nicht schlimm, wir gehen jetzt einfach nochmal auch nochmal kurz nach oben. Wow. Das wusste ich nicht, dass es so cool hier aussieht, hier drunter. Ja, richtig super. Ja, das ist auf jeden Fall das Roselhaus. Da gibt es auf jeden Fall ganz oben gibt es auf jeden Fall so ein paar Bildchen. So ein paar Bilder, die relativ gruselig sind. Und das Ding ist, die verändern sich auch. Die verändern sich auch, wenn man Tag und Nacht macht. Das wusste ich nicht unbedingt. Es gibt einmal dieses Bild hier. Oh, es ist ein... Oh mein Gott! Das ist auch noch ein Secret, Leute. Das wusste ich auch nicht, dass es hier auf jeden Fall nochmal hier irgendwas sowas gibt. Richtig cool. Ich glaube, es gab noch ein bisschen mehr Bilder, oder? Ich finde einfach nochmal gleich irgendwelche. Oder vielleicht sind die auch unten. Es kann auch wirklich sein, Leute, dass die einfach noch alle unten sind. Ich bin einfach nur sofort hier einfach nur noch ganz, ganz oben gegangen. Und ich glaube, die sind einfach nur auch ein paar davon sind auf jeden Fall oben. Und da kann ich auch mal was zeigen. Ich glaube, die beiden Bilder sind auch richtig interessant, aber die andere sind auch total cool. Also es sind auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob das alle Bilder so sind, auf jeden Fall, ob die alle irgendwas da machen und so, aber schon gruselig sind die, indem man einfach nur mal, jetzt versuche ich mal einfach nur mal nachzumachen. Bei den Bildern passiert jetzt, oh, hier passiert was, hier ist auf jeden Fall irgendwas Komisches da. Okay, also nicht und so, oh mein Gott. Ja, hier ist alles in Ordnung, hier passiert nichts, aber guck mal doch. Hier ist auf jeden Fall kein Gesicht. Hier ist kein Gesicht, es ist einfach nur gar kein Gesicht da. Finde ich richtig interessant. Jetzt kommen wir einfach nur auf die andere Etage, also auf die obere. Und dann können wir gucken, was mit den beiden Bildern passiert ist, die wir auch schon extra runtergebracht haben. Weil ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall, da passiert auf jeden Fall was bei den beiden Bildern. Da soll 100% noch was passieren. Und zwar drücken wir auf das... Oh, unheimlich! Oh mein Gott! Das ist ja richtig cool. Da passiert irgendwas mit dem... Oh mein Gott. Das ist aber richtig creepy. Und hier sind sie alle wieder so gut drauf und nicht so creepy. Wirklich cool. Oh, hier ist auch noch ein Bild. Oh, wer bist du denn da? Passiert hier was mit dem Bild? Ja, ja, ja. Es kriegt auf jeden Fall ein Auge. Wunderschön. Sehr interessant. Wir gehen zu dem anderen Geheimnis. So, als nächstes gehen wir auf jeden Fall noch in einen Gerichtssaal. Und da passiert auf jeden Fall was sehr Mysteriöses. Also ich finde es persönlich sehr mysteriös und ich finde es richtig cool. Es gibt auf jeden Fall irgendwo hier. Ja, genau. Hier, ganz hinten. Guck mal, da ist doch was. Da ist auf jeden Fall ein Kostüm dabei. Irgendwann so ein Heldenkostüm oder so. Und auch noch so ein schwarz, so ein Kristall, was so mega schwarz ist. Und ich glaube, ja, wir haben ja auch Marinette ausgepackt, weil ich meine, warum? Und wenn man einfach nur mal Nacht macht, richtig unheimlich, Leute, richtig unheimlich. Aber das war eigentlich so, dass dieser Kristall einfach nur alles schwarz machen konnte in der Umgebung. Also quasi nicht, dass es irgendwie so alles hell wird mit dem Kristall oder so. Also zum Beispiel, es gibt ja manche Sachen, auf jeden Fall in Togaboka, die zum Beispiel einfach nur ja Licht erzeugen, ne? Und es wird einfach nur alles viel heller. Aber eigentlich mit dem Kristall sollte es eigentlich alles viel dunkler werden. Also so zum Beispiel, wenn ich einfach nur so einen Kristall so mal hier hinpacke, dann wird es einfach nur die Stelle dunkler. Aber irgendwie funktioniert es nicht wirklich. Vielleicht sollte ich auf eine andere Location gehen. Ich versuch's mal auf jeden Fall, Leute. Ich versuche es mal. So, Leute, ich bin jetzt mal auf den Müllhof gegangen und ich glaube, es funktioniert wirklich. Oh mein Gott, es funktioniert wirklich. Guckt euch das mal an. Ich werde einfach nur dunkel. Ich werde einfach nur dunkel. Und guck mal, es wird einfach nur alles dunkel hier, wenn ich das anfasse. Richtig cool.
Oh, das ist ja mega, Leute. Das ist ja wirklich mega. Wusste ich gar nicht. Wirklich cool. Ein anderes cooles Ding befindet sich in der Schule. Und zwar ist es nicht wirklich so wirklich einfach nur wow, ich wusste das nicht. Warum wusste ich das nicht sofort? Aber ich finde es einfach nur total interessant. Und ich wusste halt nicht, dass das wirklich funktioniert. Auf jeden Fall, wir haben hier so einen Glob hier im Klassenzimmer, ne? Und wenn man das mehrmals dreht, dann sollte dann so ein Meteorit quasi die Erde auf die Erde fallen. Ich weiß aber nicht, wie lange ich das machen soll. Und ob das wirklich funktioniert. Oh, es funktioniert wirklich, da kommt was. Guck doch mal, Leute, da kommt was. Oh mein Gott, ist es wirklich? Und. Boom! Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ich find's richtig cool. Warte mal, ich mach's nochmal. Oh, da kommt was. Oh nein! Mega. Und. Bam! Ja, Leute, das war's für die richtig geheime und richtig coole Hexe in Tokaboka, die ihr vielleicht nicht wusstet. Oder, also ich wusste sehr, sehr viele davon auch wirklich gar nicht, ehrlich gesagt. Also wirklich das mit dem Kristall, da dachte ich einfach nur so, oh, was denn echt, dass sowas gibt es in Tokaboka? Richtig krass, Leute. Also, falls es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, Daumen nach oben da und Glöckchen da auch aktivieren. Also, damit ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Falls ihr auch wirklich dann noch mehr davon sehen möchtet, wie ich auch andere Secrets oder so nochmal erläutere und auch nochmal davon erzähle, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde noch sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.